Hallo, meine Moin, Matrosen! Und heute werden wir das Schiff aufrüsten. Ganz genau, und da bin ich auch mit dabei. Also, Matrosen, wir müssen einmal das Schiff aufrüsten und auf den neuesten Stand bringen. Denn wir müssen heute mit Hypergeschwindigkeit aus dem Winter fliegen. Denn wie ihr da unten sehen könnt, da ist ein Flügel im Weg, den wir gebaut haben. Winter bricht auf und das sieht nicht mehr gesund aus. Ja, das sieht wirklich nicht mehr aus. Hier wird nicht alles bald noch zugeschneit werden. Und genau deswegen werde ich jetzt leider in die Luft jagen müssen. Okay, tut mir leid. Wie ihr sehen könnt, haben wir ein bisschen vor der Folge vorgebaut. Dieser Punkt muss entsorgt werden. Weil ich denke nicht, dass ihr 10-mal das gleiche haben wollt, nur damit wir das alles aufzeichnen können. Ja, genau. Ja, dann lass uns mal starten, ne? Das heißt, wir brauchen jetzt einmal die Propeller-Gearings. Ja, die haben natürlich... Während wir das gemacht haben, auch einen Auftrag von dem Captain bekommen. Und der hieß, ich müsste den Ikea-Move machen und deine Kisten moven. Das mache ich natürlich in der Timelapse, weil wer will sich das angucken? Ja. Ich. Oh. Ja. Nein, das war ein Spaß. Hä? Ja. Dann los, Timelapse! Und damit ist der letzte Wire geplaced. Das sieht sehr kacke aus alles hier, aber es ist egal. Ich hoffe, du hast noch irgendwie was zu essen. Habe ich nicht. Oh mein Gott, die Welt ist komplett zugeschneit. Leute, oh mein Gott. Ich glaube, wir Alter, haben... Der, oh, guck mal den Platz unterm Schiff ab. Ey, der eine Baum hat so Lack, ne? Ja, ehrlich. Wir müssen jetzt einmal die Funktionalität... Wir brauchen Kleber. Wir brauchen Kleber. Wie viel Kleber? Wir brauchen nur eine Tube. Okay, wie machen die? Kleber oder Glue? Ja, hier, Kleber. Ich glaube aus Slime und... Hat jemand ganz viel Moos? Slime, Eisenblech und Eisenklumpen. Hat jemand ganz viel Moos? Moos in dem einen Ofen war doch. Oh. Da ist doch Sekundenkleber. Kleber... Ah, oh, der ist super Kleber. In einem Ofen ist das nicht mehr. Oh. Ah, super Glue, oh mein Gott. Man braucht dafür Slimeballs, Iron Sheep und Iron Nuggets. Hast du Sweatballs mal hier? Sweatballs? Ja, die Slimes aus dem Elfer. Bisschen, ja. Ja, okay, gib mal zwei. Und dann brauchen wir ein Iron Ingot, das hab ich. Ja, ich hab schon alles, außer die Sweatballs. Dankeschön, Matrose. Mann, ich habe keine Schaufel. Falsch rum. Ja, jetzt habe ich super Kleber. Okay. Ey, ich brauche doch Moos. Der erste Propeller ist befestigt. Und der zweite? Der zweite kommt jetzt. Bam! Alter,
Wir sind ready, oder? Ja, fast. Wir müssen schauen, ob die sich drehen. Ja! Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Wir haben sich drehende Propeller. Backboard. Leute! Matrosen! Alter, wir haben es geschafft! Matrosen! Wir haben es geschafft! Wir haben... Ah! 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 Bro, bro! Tut mir leid, es war nur ein Furz. Wir haben es geschafft, Leute. Wir können jetzt endlich loslegen in Hyperspeed. Hyperspeed. Okay, Leute. Hyper. Haben Sie geguckt, ob das auch halal ist zu essen? Nein. Bro ist einfach direkt wow. Das... Oh mein Gott. Wow. Was passiert denn hier? My game ist gecrashed. Ich glaube, das liegt wegen dem ganzen Schnee. Ich bin gleich tot. Ist gecrashed. Ich muss gerade mein Spiel neu starten. Das ganze Schiff sinkt. Ich wirklich? Bin gestorben. Die Propeller? Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Das ist das Schnee. Nee, das sind der die Schnee. Propeller. Tatsächlich. Die haben nicht glaubst irgendwie du? Gelockt. Ja, denkst du, deswegen ist mein Spiel gecrashed? Kann sein. Warum ist mein Game gecrashed? Warum ist meins eigentlich das stabilste von euch beiden? Weiß ich nicht. Ja. Wir haben jetzt die Propeller ein bisschen weggemacht. Oh, oh. Oh, wow! So. Und was nutzen wir dann? Ja, die Propeller, aber ich muss sie jetzt wieder hinbauen, weil... So, während das Schiff disassembled ist, oder was? Nein, nein, während es assembled ist, muss ich es einmal hinbauen. So, ja, ich verwechsel immer diese Begriffe. Yo, Jameros Hass, sind sie bald wieder yo. In-game? Ja, Bruder, ja, warte kurz, ja. Ich hoffe, dein Spiel crasht dich schon wieder. Wenn er es wieder crasht, ja, dann pisse ich mich halt. Ja, dann wird er wieder in den Keller gesperrt und er kommt nicht mit uns auf unsere lange Reise. Nee, ich baue ihn einfach einen Keller. Oh, ich glaube, ich weiß, warum das passiert ist eben. Weil der ganze Schnee auf einmal weggemacht wurde? Nein, der Schnee ist noch da, aber... Nein. Dings, es war, weil die Propeller sich gedreht haben, während wir assembled haben. Oh, ich bin tot. Was ist passiert? Achso, du bist in der Luft gespawnt. Ja, wir haben leider keine Luxusblöcke mehr, deswegen ist das jetzt einfach aus Pinkem, was auch immer das ist. Okay, hey, das heißt gar nicht. Jetzt sind wir bereit. Moment der Wahrheit. Reden die hey, ich mach das ja genauso wie vorher. Oder ist das Schiff schon assembled oder so? So. Es hat aufgehört zu schneiden, ne? Oh, das endlich! Sieht crazy aus. Okay, Leute! Wir müssen höher fliegen. Okay, Leute! Ja. Wir fliegen in 3! Oh, ich sollte mich lieber morphen in was nicht was fliegt, sonst fliege ich hier weg. Ja. 3, 2, 1, 1, Game Crash. Hä? Was? Was ein Moment Breaker. Ah, das ist mein Haus. Das hat ja super funktioniert. Warum dreht sich das auf der einen Seite? Wieso dreht sich nur eine Seite, hä? So, Matrosen. Ja, moin, Leute, was geht ab, Digga? Das war schrecklich. Das war schlimm. Wir haben 3 Tage, 3 Nächte gebraucht. Ja, damit die Teile sich drehen, jetzt drehen die sich nicht einmal, hallo? Ja, warte, wir müssen den großen Reveal machen und dann wird es wahrscheinlich wieder nicht gehen und dann werde ich die Folge in den Mülltonne werfen. Das ist jetzt auch schon mittlerweile das 7. Mal oder so. Die Vorbereitung für diese Folge war echt gottlos, ne? Die hat über eine Stunde gedauert. Oh mein Gott, ja! Drehen sich? Ja! Das funktioniert. Oh mein Gott. Sehr schnell ist das aber nicht. Scheiß drauf, Hauptsache es geht. Wir haben dafür 51 Minuten gebraucht. Halt wirklich? Nein, will doch nicht. Wir haben. Ja, wir haben das in 2 Sekunden geschafft, ne?
Damit sind wir gespawnt, hä? Ja, auf jeden Fall. Ah ja, und wie Leute es vielleicht bemerkt haben sollen. Wir bewegen uns überhaupt gar nicht! Leute müssen schon festgestellt haben, dass wir uns im Winter befinden und alles, was uns lieb ist, eingefroren ist. Also das ist traurig. Was viel passiert jetzt nicht. Das ist sogar langsamer als vorher. Wir lenken schneller, als wir jetzt nach vorne bewegen. Ey, kannst du mal bitte vom Steuerrad weggehen? Ey, guck dir das an. Wow! Crash! Crash! Lava 7 was wild, crashed! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was passiert hier? Was zum... Aua! Ich sterbe! Alter! Das Schiff hat Autopilot angemacht. Ich komm nicht hoch zum Cockpit. Ich schon. Was hab ich jetzt getan? Oh mein Gott, ich sterbe gleich. Ich auch wegen dem Alpha-Block. Was passiert hier? Ey, ich glaube, die Propeller sind aber. Ich bin rausgepackt. Wir sind ja alle. Wir müssen das Schiff retten. Dieses Schiff ist so eine Death Sentence. Wir fliegen lassen haben. Alter, sieht das crappy aus. Das sieht richtig schlimm aus. Ja, was sollen wir denn jetzt noch machen? Wir können es nicht einfach disassemblen. Das können wir. Wir können das Ding retten. Naja. Können wir nicht. Das wusste ich Leute, nicht. Wir haben eine kleine Crash-Landing gehabt. Und ja, ganz klein, ganz klein. Wow! Alter. Bro, das ganze Ding ist weg. Ich glaube, ich weiß, was uns fehlt. Was? Liebe? Nein, uns fehlt ein Gyroskop. Das haben wir diesem Schiff schon zu viel gegeben. Wir bewegen uns. Ja, aber nur extrem langsam. Warte, ich pushe. Oh. Oh nein! Warum muss immer, wenn du pushst, alles schief gehen? Wop. Weil ich so stark was bin. Nein, dann kann ich. Wow! Irgendwas ist hier extrem verbuggt, auf jeden Fall. Hä, wie kommst du da drauf? Ey, ich finde, das ist aber ein super Thumbnail von hier vorne. Das mache ich erstmal in Screenshot. Warte, ich schau. Perfekt. Ja, ich auch, warte. Das muss gescreenshottet werden. Erstmal Thumbnail geklipst. Ey, das sieht so behindert aus, ne? Digga. Ich wollte das jetzt nicht. Und wir fallen. So wird das Schiff jetzt erstmal bleiben. Hallo und ja, willkommen zurück. Heute ohne mal die anderen, weil ja, es hat ein bisschen sehr lange gebraucht. Ich habe zwischendrin nochmal eine Aufnahme verloren und dann ist das passiert und das passiert. Dann sind drei Nächte, drei Tage vergangen und dann ist alles explodiert und dann fliegt die Moskalione auf einmal wieder und dann funktioniert wieder alles. Und dann, ja, also wir sind jetzt auf dem Stand, dass beide Propeller sich drehen. Das ist ziemlich gut. Es ist aber nicht sehr schnell. Oder? Bewegen wir uns überhaupt? Ja, einen halben Zentimeter pro Sekunde ungefähr. Also, sehr toll ist das jetzt nicht. Deswegen... Wo fliegen ist noch schnell? Ja, aber nach vorne fliegen ist halt extrem langsam. Wahrscheinlich, weil das Ding so schwer ist. Ja, also, wenn ich das abbaue, dann... Ja, dann ist Turbo-Speed da. Turbo-Speed ist da, aber es ist halt unlenkbar. So, dann einmal hier hochfliegen. Dann bewegen wir uns jetzt schneller. Nee. Jo, Leute, das war's für die Folge. Wir sehen uns vielleicht bei der nächsten Folge. Vielleicht war es auch die letzte, keine Ahnung. Bye, bye.